Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie eine Karte der arktischen Regionen, wie sie... in Penumbra dargestellt werden. Scheiße. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Na gut. Scheiß auf die Anmoderation. Wer braucht das schon? Ja, wir... Herzlich willkommen zurück. Wir wollten uns heute den Incinerator anschauen. Dazu müssen wir uns an ein paar blöden Tölen vorbeischleichen. Aber das schaffen wir schon. Ich bin Experte im Schleichen. Ich habe es mir fast gedacht. Wir sind jetzt genau auf der anderen Seite des Hundes. Ein guter Anfang, wenn ich hier gleich als erstes in diese Köter reinrenne da. So, der Incinerator war hier irgendwo. Kann ich hier kurz gucken? Ja, einfach links rum. Sektion B waren wir schon. Einfach hier links hoch. Kein Hund da. Gott sei Dank. Ich bin nicht stark genug, sie mit meinen bloßen Händen zu öffnen. Ich brauche das passende Werkzeug. So ein Zufall. Gut, dass wir das Brecheisen gefunden haben. Ach ja. Was sind das eigentlich für Spuren? Wo bleibst du, mein Ritter ohne Furcht und Tadel? Hast du es tatsächlich so weit geschafft? Ich warte voller Ungeduld in meinem Gefängnis. Vielleicht haben mir die Götter wieder einen Streich gespielt und mich zu weiteren Jahren an diesem Ort des ewigen Dämmerlichts verurteilt. Aber vielleicht hat mein schlechter Rat dir ein Ende bereitet. Stehst du an der Pforte des Todes? Bitte lass den armen Red nicht wieder ganz allein wie all die anderen. Nein, das machen wir nicht. Was ist das für ein rotes Leuchten da und was kommt da runter gerieselt? Ja, vermutlich Asche. Aber was wird da oben verbrannt? Ich denke, wir gehen jetzt zum Incinerator. Wieso kommt dann hier Asche runtergerieselt? Oder interpretiere ich das jetzt falsch? So. Flashlight. Viel Energie haben wir. 70%. So, hier gab es einen Einsturz. Das muss die Höhle sein, in der Red eingeschlossen ist. Ich muss etwas finden, womit ich den Weg freiräumen kann. Ich komme, Red! Aber glaub ja nicht, dass ich dir das mit den Spinnen verziehen habe. Du Arsch! Ach, das sieht ja wieder super aus hier. So, hier rüber. Oh, ich hasse so Balance-Spielchen. Wo ist bei Ego-Shootern und allgemeinen Spielen aus der Ego-Perspektive meiner Meinung nach immer noch ein bisschen besser ist mit der Steuerung bei sowas als bei Third-Person-Geschichten. Wo? Einfach, weil man ein bisschen besser sieht, wo man jetzt eigentlich steht und ob man es genau getroffen hat. Das wird ja lustig. Ich wette, wir müssen auch wieder zurück dann. So, aus irgendeinem Grund denke ich gerade an Mirror's Edge. Auch nie zu Ende gespielt. Ich habe viele Na klar. Ach, wer macht denn diese Tür nach außen auf? So ein Scheiß. Ich habe viele Spiele, die ich nie zu Ende gespielt habe. Nee. Nee. Also, jetzt bin ich baff. Jetzt bin ich baff. Ihr wollt mir erzählen, im Medizinschrank sind tatsächlich Medikamente? Was ist das hier? Bizarro-Welt? Dieser Raum ist perfekt geeignet, mal wenig herumzupanschen. Das Buch mit den Sprengstoffrezepten wird mir sicher gute Dienste leisten. Ne, wenn du das sagst. Glasbehälter, Speicherpunkt. Glasbecher. Propangastank, klar. An einen Bunsenbrenner angeschlossen. Ah ja. Was haben wir hier? Eine Lunte. Ja klar, wir wollen ja jetzt Sprengstoff mixen. Vermutlich, um dann da vorne das Ding wegzusprengen. Und endlich zu Red durchzukommen.
Obwohl ich das ja noch gar nicht wirklich glauben kann, dass wir jetzt tatsächlich Red erreichen sollen. Aber als erstes speichere ich. Ein Katz mit dabei an der Nase. Ja, das kennen wir inzwischen schon. Gut. Ich vermute mal, als allererstes kommt der Glasbehälter hier hin. Dann müssen wir... Vielleicht kann ich diesen Bunsenbrenner für die Herstellung eines explosiven Gemisches benutzen, vorausgesetzt, ich finde die geeigneten Zutaten. Jetzt strömt das Gas aus. Hatten wir nicht irgendwie... Ja. Okay. Der Brenner läuft. Gut, Sprengstoffbuch. Sprengstoffbuch, Sprengstoffbuch, Sprengbuch über Sprengstoff. Das ist das, was wir am Anfang gemacht haben. Dynamit wollen wir auch nicht. Es geht durch rotes Phosphat und Barium. Calcium kann als Ersatz für Phosphat benutzt werden. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir haben Calcium und Barium. 2 und 3. Also quasi B und C. Jetzt spreng ich uns gleich in die Luft. Wetten? Puh. Was war das denn? Na gut, dann nehme ich halt Phosphor. Das wäre 5. Also quasi E. Welches war jetzt Barium? C. Dann mischen wir jetzt C mit E. Funktioniert ja wunderbar. Also. Ich lese mir das nochmal durch. In der Mitte schieben. Torpedos, bla. Mischung sollte vorsichtig sein, dass dazu eine bestimmte Menge Phosphat. Rotes Phosphat und Barium. Oder ist es F? Weil das rot wäre. Leute. Ich schrecke nicht davor zurück, hier alles mit allem zu kombinieren. B und C hab ich schon, ne? Es ist mir egal. A und B ist es nicht. A und C ist es nicht. A und D ist es nicht. A und E ist es nicht. Ich hoffe, das ist überhaupt das, was ich jetzt machen soll. So. B und C scheint es nicht zu sein. B und D scheint es nicht zu sein. B und E scheint es nicht zu sein. B und F scheint es nicht zu sein. Gott sei Dank sind das jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe nur ein Problem, wenn das jetzt alles nicht funktioniert. D und F also, ja? Kann ich mich, okay, speichern. Vorsichtig bewegen ist nicht unbedingt meine Stärke. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Was heißt eigentlich vorsichtig bewegen? Ich muss hier springen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und das auch noch im Dunkeln. Boah.
vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ihr seid solche Penner, ihr Spielentwickler. Ach du Scheiße. Puh. Okay, Speicherpunkt, das ist schon mal Lunte. Wohin fliehe ich mich denn? Um die Ecke, ne? Das reicht? Hm. Könnte gereicht haben. Hallo? Hallo? Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Wurm oder sowas. Hallo? Da ist auf jeden Fall Licht. Diese Tür ist neuer als all die anderen hier. Hierher wollte mich Red sicher führen. Kann ich bestimmt nicht durch. Ich brauche eine Art Hebel, ja. Verschlossen. Diese Tür ist verschlossen. Suche er an anderer Stelle weiter. Okay. Und hier geht's wahrscheinlich zur Brennanlage. Was steht denn da? Thule. Die Thule-Gesellschaft, war das nicht irgendwas bei den Nazis? Okkultismus oder sowas? Oder war das nur in irgendeinem Film so? Ich weiß es nicht mehr. Hallo? Guten Abend. Du bist tatsächlich gekommen. Es gibt so viel zu sagen, aber mir fehlen die Worte. Du bist gekommen. Du bist so hübsch. Ich weiß. Aber ich bin böse gewesen. Die Unterwelt ruft mich schon, also wird eine weitere Missetat wohl wenig ändern. Ich habe dich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt. Die Antworten, die du suchst, kann ich dir nicht geben. Du möchtest vielleicht das finden, wonach du suchst, aber es ist eine Fiktion. Du konntest nicht wissen, was hinter dieser riesigen, bleiernen Türöffnung lag, sonst hättest du alles andere in der Welt gesucht. Nein, der Schlüssel bleibt hier drinnen bei mir, denn das Leben hier, so schrecklich es auch sein mag, ist immer noch besser als das Leben, das dich hinter jenen Türen erwartet. Du wirst einen hervorragenden Ersatz abgeben. Aber du fragst dich bestimmt, warum diese metallene Verbrennungskammer mit der Stimme spricht, die du nur als Red kanntest. Ich bin's, dein Begleiter, der innerhalb wohnt. Ich warte schon so viele Jahre auf diesen Tag. Man lässt mich nicht sterben. Teile meines Verstandes gehören mir nicht. Und ich kann mir nicht das Leben nehmen. Das ist gegen die Regeln. Bitte, ich habe so lange Schmerzen gelitten. Ich wollte nur einen Freund, aber nun ist die Zeit für Plaudereien am Feuer zu Ende und hoffentlich bald auch mein Leben. Ich habe so lange an der Pforte des Todes gewartet. Bitte, ich möchte ihn hereinlassen. Was? Der Kerl tickt doch nicht ganz richtig. Oh Gott. Naja. Okay. Aber ich denke, den Wunsch erfüllen wir ihm beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut auch morgen wieder rein, wenn wir Red verbrennen oder so. Oh, Scheiße. Ciao.